Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich führe euch heute gerne durch unser Luxonhaus. Über die Intercom klicken die Gäste hier drauf, dann gibt es ein Bild, das klingelt bei uns drinnen. Oder ich habe hier auch die Möglichkeit, mit dem Badge hier hinzuhalten, damit die Tür aufgeht, oder über die Tastenkombination. Zudem gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel den Postboten oder auch Freunden einen individuellen Code geben, damit sie ebenfalls Zutritt ins Haus haben. Hier sind wir in unserem Wohn-, Koch- und Essbereich. Durch den Präsenzmelder geht das Licht automatisch an. Aktuell befinden wir uns in der Kochszene. Genau durch das Klicken hier über den Schalter wechselt es in die nächste Szene, in die Essszene. Hier gilt es auch noch speziell zu erwähnen, unsere Gäste sitzen immer hier, damit sie einen guten Blick auf unser Bild haben. Das liegt mir speziell am Herzen. Das Bild haben wir auch noch speziell in Szene gesetzt. Die Beschattung funktioniert bei uns ebenfalls automatisch. Je nach Sonnenstand geht die Beschattung automatisch nach unten und je nach Windgeschwindigkeit fährt die Beschattung dann wieder nach oben, damit diese auch entsprechend geschützt ist. Hier befinden wir uns im Untergeschoss. Einen kleinen Blick in unsere Waschküche. Über den Audioserver haben wir ebenfalls die Möglichkeit, Musik zu hören während dem Wäschemachen. Hier befinden wir uns im Schlafzimmer. Wir haben links und rechts vom Bett Bewegungsmelder, dass, wenn man in der Nacht aufstehen muss, das Licht ganz dezent angeht, damit man den Weg zur Toilette gut findet. Zudem haben wir hier einen begehbaren Kleiderschrank. Bei dem haben wir einen Bewegungsmelder, sodass das Licht auch automatisch angeht, wenn wir etwas suchen müssen, um anzuziehen. Das Touch Nightlight ist unser Wecker und morgens, wenn ich den Wecker ausschalte, kommt über den Audioserver automatisch ein Hinweis, welche Temperatur wir heute haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass über das Deaktivieren des Weckers automatisch der Heizradiator angeht und wir somit ein warmes Handtuch haben, um uns abzutrocknen nach dem Duschen. Hier sind wir im Technikraum. Auf dem Dach haben wir eine Photovoltaikanlage. Und wenn wir Überschuss haben, geht die Warmwasseraufbereitung an und wir können zudem auch zum Beispiel den Geschirrspüler starten oder die Waschmaschine. Das Schöne am Luxonhaus ist, dass alles automatisch funktioniert. Das komplette System ist miteinander verbunden. Ich brauche mich somit um nichts zu kümmern und möchte ich doch einmal aktiv etwas umschalten, so habe ich über das Tablet die Möglichkeit, dies zu machen, oder auch über die App-Funktion. Hier befinden wir uns im Büro. Wir haben ein Schienensystem von Molto Luce integriert, das ebenfalls über das Luxon-System funktioniert. Und über verschiedene Stimmungen haben wir die Möglichkeit, die Stimmung so zu wählen, damit wir konzentriert arbeiten können. Dasselbe Schienensystem haben wir auch hier im Flur und weiter auch in unserem TV-Zimmer. Hier sind wir noch nicht ganz fertig mit Einrichten, aber immerhin steht schon einmal die Beleuchtung. Das war ein kleiner Rundgang von unserem Haus. Schön, dass ihr bei uns wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine gute Heimreise.